So, Wasser ist da. Alles gut. Dann Pressekonferenz in 5. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig. Beide Trainer sind zu uns gekommen. Willkommen Daniel Scherning für die Eintracht und natürlich Daniel Thun. Ja, 2-0, das Endergebnis für Fortuna. Die dritte Aufführung Fortuna für alle vor vollem Haus. Uns interessiert, wie die Trainer über das Spiel denken. Daniel, bitte Ihr Statement zuerst. Glückwunsch erstmal an Danny und Fortuna. Zum, wie ich finde, auch verdienten Sieg. Und ich nehme schon mal vorweg, viel Erfolg bei eurer Reise. Zu eurem Ziel. Unsere Reise auf dem Weg zu unserem Ziel hat heute natürlich einen kleinen Dämpfer erlitten. Ich wusste, dass wir hier zwei Dinge brauchen. Wir brauchen eine Top-Leistung von jedem, der auf dem Platz steht, um eine gute Teamleistung hier zu erzielen. Das haben wir nicht geschafft. Und wir brauchen Effektivität in beiden Strafräumen. Das haben wir auch nicht geschafft. In der ersten halben Stunde hatten wir zwei Möglichkeiten über Umschaltmomente plus das dicke Ding nach der Standardsituation, nach der zweiten Welle von Flo Krüger. Fortuna hat zwei oder drei Riesenmöglichkeiten aus der Bespielung unseres tiefen Blocks, wo wir es nicht geschafft haben, Druck auf Flanken zu bekommen, was dann letztendlich auch die Entstehung des 0-1 ist, wo wir ja einfach zu viele Möglichkeiten oder Flanken von außen zugelassen haben in dieser Phase. Maximal unglücklich, glaube ich, vom Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit und dann natürlich mit dem 2-0 auch kurz nach der Halbzeit ärgert mich extrem, weil das Thema Handspiel für uns Trainer mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges und großes ist und wir das sehr, sehr häufig thematisieren, trainieren. Und dann kriegst du, ja, nachdem du dir, glaube ich, in der Halbzeit auch einiges vorgenommen hast, dann diesen zweiten Nackenschlag kurz vor der Halbzeit. Und wir haben dann versucht, durch Umstellung, durch Wechsel natürlich mal nochmal einen Fuß in dieses Spiel reinzubekommen. Aber spätestens da hat man dann nochmal eine andere Qualität von Düsseldorf auch gesehen, dass sie uns sehr, sehr gut verteidigt haben. Wir, glaube ich, bis auf zwei Abschlüsse nichts mehr in der zweiten Halbzeit in Richtung gegnerischem Tor uns erspielen konnten. Und so, ja, glaube ich, gehört auch ein bisschen Enttäuschung heute dazu. Trotzdem wissen wir, dass wir bei einer Top-Mannschaft verloren haben und dass unser Weg jetzt natürlich einen kleinen Dämpfer gekriegt hat. Aber wir bleiben bei uns, wir bleiben überzeugt von uns und wissen aber auch, dass wir natürlich uns im Vergleich zu heute individuell in der Performance einfach deutlich steigern müssen für kommende Woche, um dann das Derby auch vom Ergebnis anders zu gestalten. Vielen Dank. Daniel folgt auf Daniel, bitte. Ja, schön. Natürlich erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und das, der Ausblick für unsere großen Ziele, die unter einem natürlich auch maximalen Erfolg in den nächsten Wochen. Überzeugt davon, nach dem, was ihr in der Rückrunde jetzt gezeigt habt, dass ihr auch im nächsten Jahr Zweitliga-Fußball präsentieren könnt. Und da möchte ich ansetzen. Meine Mannschaft hat heute eine Top-Leistung auf den Platz gebracht. Warum sage ich das? Weil es nicht selbstverständlich ist, gegen die beste Abwehr der Rückrunde sich Möglichkeiten herauszuspielen. Dass es nicht selbstverständlich ist, Konterangriffe dann auch permanent zu vermeiden oder dann zuletzt auch klären zu können. Und bei der Wucht, und da konnten wir uns letzte Woche insbesondere überzeugen, die Standardsituationen auslösen oder die Braunschweiger mit dir, dass man halt auch da nicht immer alles schadlos überstehen kann. Und trotz alledem fand ich, dass wir sehr, sehr mutig in unserem Ball waren, sehr mutig im Ballbesitz waren, uns Torchancen herausgespielt haben. Und deswegen, das war nicht selbstverständlich, auch gegen den Gegner, der so stabil und strukturiert in den letzten Wochen agiert hat. Darüber hinaus war es natürlich war es ein langer Weg zum 1-0 für uns auch. Ich glaube, verdient, auch wenn der Gegner Umschaltmomente hatten. Ich glaube, unsere Torchancen waren dann doch deutlich gefährlicher als die Momente und auch die Standardsituation. Aber da können immer Tore rausfallen. Und dann fand ich gerade, dass wir auch in der zweiten Halbzeit zu Beginn da direkt weitergemacht haben, wo wir erste Halbzeit aufgehört haben mit unserem Positionsspiel.
Aber das 2-0 sicherlich uns so das Gefühl gegeben hat, dass wir auch die Partie so zu Ende bringen können. Und dann auch ein Kompliment an meine Mannschaft. Zweite Halbzeit ist nichts mehr von dem entstanden. Es waren nicht mehr die Umschaltmomente da. Es waren nicht so die gefährlichen Standardsituationen da. Da hat sie sehr, sehr reif und sehr diszipliniert verteidigt. Und ich glaube, die größte Herausforderung für uns war einfach, nach diesem Mittwochabend in Leverkusen heute auch wieder Qualität auf den Platz zu bringen und diese Liga wieder, Liga 2, anzunehmen. Und Überschrift für uns war heute Haltung, weil Haltung ist etwas, was wir aus Leverkusen mitgenommen haben, dass diese Mannschaft, die uns gegenüberstand, jede Minute diese Haltung auf dem Platz gezeigt hat. Und das war unser Learning. Und dafür gebührt meiner Mannschaft ein Riesenkompliment, weil diese Haltung hat sie heute gezeigt. Und deswegen hätte der Tag für mich als Trainer nicht besser laufen können. Es ist kein Spektakel, es ist kein Fest, aber es ist etwas, was mich sehr, sehr zufriedenstellt und wir auf diesem Weg definitiv weitergehen können und weitergehen sollten. Dankeschön. Gerne beantworten die Trainer Fragen. Ein Handzeichen und das Mikro würde kommen. Eine kleine Karenzzeit lasse ich noch, gibt keine Fragen. Vielen Dank für die Auskünfte und allen einen guten Nachhauseweg, besonders unseren Braunschweiger Gästen. Dankeschön. Super, ne? Schön, schönen Tag.